Der heutige 1. Dezember ist in Schweden ein ganz besonderer Tag, denn Mini-Prinz Gabriel erhält seine heilige Taufe. Für eine große Überraschung sorgt dabei seine Mama Prinzessin Sophia, und zwar mit ihrem Outfit. Denn die 32-Jährige trägt nicht etwa einen Designer-Look, wie wir alle erwartet haben. Nein, als Karl Philipps Frau die Schlosskapelle von Drottningholm betritt, müssen wir fast zweimal hinsehen. Denn Sophia trägt die traditionelle Tracht der schwedischen Provinz Dalarna. Und diese hat eine wichtige Bedeutung für die Prinzessin. Die royale Zweifachmama kommt nämlich selbst aus der schönen Gegend und Söhnchen Gabriel darf sich seit seiner Geburt selbst Herzog von Dalarna nennen. Sophias Look ist somit also eine Hommage sowohl an ihre Heimat als auch an ihren Sohn. Das Kleid in Rot- und Weißtönen sowie der bunte Fransenschal und die hübsche Haube stehen Sophia ganz fabelhaft und machen ihren Auftritt zu etwas ganz Besonderem. Was für eine süße Idee!